mächtig was los heute in der Welt des Sports. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den Sport 1 News, liebe Zuschauer. Wir bringen Sie auf den neuesten Stand mit den Sportmeldungen des Tages. Bart Stuber will kein Mitleid. Der Verteidiger des FC Bayern sieht sich nach seiner erneuten Verletzung nicht als Unglücksrabe. Er habe sich diesen Beruf ausgesucht, sagte Bart Stuber der FAZ. Das Risiko gehöre dazu. Verglichen mit wirklich dramatischen Ereignissen in der Welt sei eine Verletzung keine Katastrophe, bemühte sich der 26-Jährige um eine richtige Einordnung seiner Situation. Er sei jung und habe einen funktionierenden Körper. Mitleid hält der Nationalspieler dementsprechend für unangebracht. Klopp begeistert von Matip-Transfer. Der Trainer der Reds hat sich sehr glücklich über den Wechsel des Schalkers zum FC Liverpool gezeigt. Matip sei groß, schnell, robust und torgefährlich, sagte Klopp auf der Vereins-Homepage. Zudem bringe der 24-Jährige trotz seines jungen Alters bereits sehr viel Erfahrung mit. Matip habe ihn schon in seiner Zeit als BVB-Trainer überzeugt, meinte Klopp. Dass ihm dies als Spieler des größten Rivalen gelang, zeige wahre Klasse. Hacking watscht Bendtner ab. Wolfsburgs Trainer hat den Dänen nicht für das Champions-League-Achtelfinale beim belgischen Meister KAA Gent nominiert. Statt des üblichen 16. Feldspielers nahm Hacking lieber einen dritten Torwart mit auf die Reise nach Belgien. Es habe keine weiteren Spieler gegeben, die für ihn in Frage gekommen seien, sagte der Trainer vielsagend. Bendtner hatte schon beim Spiel gegen Ingolstadt am vergangenen Wochenende aufgrund von schwacher Trainingsleistung im Kader gefehlt. Barca heiß auf Özil. Der FC Barcelona will im Rahmen des Aufeinandertreffens im Champions-League-Achtelfinale offenbar beim FC Arsenal wegen Mesut Özil anfragen. Das berichtet die Bild. Gerüchte über einen möglichen Wechsel des Weltmeisters halten sich seit Wochen hartnäckig. Nun scheinen die Katalanen ernst zu machen. Nach Sport1-Informationen allerdings vergebens. Ein Wechsel steht für Özil momentan nicht zur Debatte. Sein Vertrag bei den Gunners läuft noch bis 2018. Sport1.de, die Adresse für top aktuelle Sportnachrichten, die es natürlich auch in unserer App gibt. Da verpassen Sie einfach nichts und wir machen jetzt weiter mit folgendem Thema. Naja, ich denke schon, dass es eine schwere Aufgabe ist. Donetsk ist nicht umsonst aus der Champions League gekommen. Ich denke, dass es uns auch hätte besser treffen können insgesamt, aber wir nehmen das an. Wir wollen relativ weit kommen in der Europa League und deshalb ist es dann im Endeffekt, egal wann welcher Gegner kommt, wir müssen das annehmen und mit dem Hintergedanken fahren wir auch nach Donetsk. Unser Ziel ist es, relativ weit zu kommen und da ist es eigentlich egal, gegen wen man spielt. Wir sind jetzt in der Situation, dass wir relativ früh einen großen Brocken bekommen haben. Aber das kann auch förderlich sein, wenn man den das erste oder sofort aus dem Weg räumt, dann kann man vielleicht hinten raus das ein oder andere Losglück kriegen. Und deshalb fokussieren wir uns jetzt auf das Spiel und hoffen, dass wir ordentlich auftreten können und auch ein ordentliches Ergebnis auswärts hinkriegen, damit wir das zu Hause dann, damit wir den Sack zu Hause zumachen können. Das waren die Sport1 News. Bleiben Sie mit uns informiert und seien Sie beim nächsten Mal einfach wieder mit dabei. Bis dahin, ich freue mich auf Sie. Ciao.